Was Leute, meine Mutter Danny. Willkommen bei einem neuen Video, ich bin wieder Twin Saga. Und dieses Video wurde von Epic Games gesponsert. Und das ist quasi so ein Anime-MMO-Spiel, was quasi, also ich habe gelesen, es geht hier um Gut gegen Böse. Und ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Ich mag den Grafikstil sehr. Deswegen, es geht erstmal darum, dass man erstmal seinen Charakter erstellen muss. Denn das ist, ich schätze mal, sehr wichtig, dass man erstmal mit irgendwem spielt. Und ich habe selber noch nicht gespielt. Das ist quasi das erste Mal, dass ich quasi irgendwas gestartet habe. Und da sind wir im Boot. Und ein Vogel, okay, sehr interessant. Was kann ich drücken? Okay. Oh! Ah, das ist mein Charakter. Okay, cool. Ich kann ihn sogar drehen. Okay, na. Ah, ranzoomen kann ich auch. Okay, kann ich auch einen anderen wählen vielleicht? Weil. Ah, ich kann bestimmt seine Waffe ändern, oder? Ja, ich kann seine Waffe ändern. Oh Gott. Wow. Okay, das mag ich auf jeden Fall. Das gefällt mir. Dazu muss ich nur mal kurz sagen, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, findet ihr jetzt einen Link in der Beschreibung. Und da ist noch ein zweiter Link in der Beschreibung. Womit ihr quasi ein kostenloses Item bekommen könnt, wenn ihr den anklickt. Deswegen, ja, das ist ziemlich nice auf jeden Fall. Und das Spiel ist kostenlos, muss man auch dazu sagen. Was auch sehr cool ist. Also quasi, man lädt sich runter, stellt Account und fängt an. Und man hat hier ziemlich, man hat ein Spiel, was man lange spielen kann. Was gut ist. Ich mag Spiele, die man lange spielen kann. Aber na gut, Schwertkämpfer, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Es ist, ich muss sagen, das Schwert sieht wirklich, wirklich geil aus. Aber Schütze, what? Sind das Pistolen? Ich glaube, Drachenkrieger. Oh mein Gott, das ist so ein cooler Name. Aber ganz ehrlich, die Schütze gefällt mir am meisten, ehrlich gesagt. Und das Gesicht kann man ebenfalls ändern. Ich kann sogar eine Frau werden. Aber ich bin ein Mann, schätze ich mal. Oder ein Junge, eher gesagt. Oder ein Junge. Freischaltbar. Achso, das sind Waffen, die man freischalten kann. Paladin, Jäger. Okay, interessant. So kann ich ihn auch drehen. Sehr cool. Ranzoomen kann ich ebenfalls. Sieht cool aus. Ich mag das Spiel. Also vom Anfang zumindest, schätze ich mal. Deswegen, weiter geht's. Was können wir hier tun? Zufallstribut, Gesicht. Ah, ich kann mein Gesicht verändern. Yes. Okay, das ist cool. Oh, in sowas bin ich richtig schlecht. Ich weiß nie, was ich nehmen soll. Meine Frisur kann ich verändern. Lange Haare. Oh mein Gott. Boah, das sieht cool aus. Oh mein Gott, das sah cool aus. Ich glaube, ich nehme das, Leute. Was war das nochmal? Oh Gott, ich finde es jetzt gar nicht wieder. Ich weiß nicht, was ich genommen habe. Nehmen wir einfach das nächste, was richtig cool aussieht, okay? Das sieht richtig cool aus. Yes. Und Haut, ich würde sagen, ich bin Mittel. Also nicht eins, nicht zwei. Na, ich würde sagen drei. Bin ich das? Sehe ich so aus? Kann mir das mit jemand sagen? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Die Haare. Oh mein Gott. Was kann man hier bitte alles machen? Okay, nice. Na, nehmen wir das. Augen. Oh mein Gott, ich habe pinke Augen. Weil es aber episch ist, okay? Charaktername. Danny Jester. Ich nehme mich ganz normal, schätze ich mal, weil ich meine, wieso nicht? Und ich würde sagen, wir gehen auf weiter. Sprache Englisch oder Japanisch? Ach so, auf was er redet. Also bei der Sprache gebe ich ihn auf jeden Fall Englisch, weil ich weiß sonst nicht, wieso ich das nicht tun sollte. Charakter? Ah. Das sind verschiedene Stimmen. Ich nehme einfach eins, das ist mir vollkommen egal. What? Ah, wir können... Was ist das hier? Oh, cool, eine Emotion. Okay, ich glaube, ich nehme... Das sieht cool aus. Ich gebe mich damit zufrieden. Okay. Charakter mit dieser... ja, ich will ihn erstellen. Nice, wir haben den Charakter erstellt. Das war die Charaktererstellung. Sehr cool, man kann vieles machen auf jeden Fall. Um seinen Charakter halt einzigartig zu machen, was sehr nice ist. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Da ist ein Boot. Ach, da sind wir wahrscheinlich drauf, oder? 15 Jahre nach dem Krieg. Lol, das sind wir. Cool. Auf dem Basan-Insel stattfinden, cool. Bin ein bisschen gehypt, ehrlich gesagt, gerade. Nice, auf geht's, auf ein Abenteuer. Da, wo wir hingehören. Boah, der Muskeln. Alter Schwede, Vorbild. Vorbild! So beginnt eine legendäre Reise. Sehr nice. Okay. Da ist ein Mädchen. Ich bin schüchtern. Alle auf den Boden gucken. Ein Mädchen. Oh mein Gott. Okay. Per Schiff kommst du auf einer Insel in der Nähe von Besanhafen an. Auf dem Weg hast du dich mit den Details der Mission vertraut gemacht. Okay, nice. Fortfahren. So, eine Sache irritiert dich allerdings noch. Der Grund hinter den Wolfsattacken auf dieser entlegenen Insel. Obwohl du für den Moment keine Antwort weißt, lässt der Blick auf die offene See dich etwas entspannen. Hey, ich bin hier drüben. Ein Mädchen winkt dir freudig zu. Das muss Fina sein, die du begleiten sollst. Du rückst deine Reisekleidung zurecht, um einen guten Eindruck zu machen. Okay, ich schätze mal, ich werde es überspringen und ich werde einfach mal loslegen. Das muss weg, oder? Nice. Okay.
Das bin ich. So ist das Spiel quasi. Ziemlich, ziemlich cool. Deswegen, ich würde sagen, wir folgen einfach mal, oder? Hallo. Können wir reden miteinander? Das wäre echt gut. Du gehst auf ihn dazu und stellst dich vor, bevor du ihr deinen Auftragsbrief zum Unterschreiben gibst. Fina nimmt den Brief. Als sie ihn unterschreibt, sagt sie, du bist also Danny Jason. Mein Vater hat mir von dir erzählt. Du siehst noch so jung aus. Ich kann aber an deiner Kleidung sehen, dass du schon das ein oder andere Abenteuer erlebt hast. Ich sage dir Fina und möchte in den nächsten Tagen so viel wie möglich von dir lernen. Fina sieht dich mit einem breiten Lächeln an. Ich mag Fina, die ist cool. Okay, deine heutige Quest ist, die Wölfe zu bekämpfen, die den Fischern in der Gegend zu schaffen machen. Gleichzeitig musst du Fina, die Tochter des Bürgermeisters, und ihren Onkel beschützen. Okay, triff dich mit Fina. Ich habe mich schon mit ihr getroffen. Ah, das war meine Mission. Okay, ich werde überspringen und unser Ziel ist ja, die Wölfe zu besiegen, oder? B. Ah. Wie kann ich die Items... Oh, was habe ich gerade getan? Ah, wir haben ihn aktiviert irgendwie. Bam, kann ich schlagen eigentlich? Wie schlage ich eigentlich? Mit 1 und 2, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, wir haben eine neue Quest und zwar geh in den Wald und sprich mit Fina. Oh. Okay, nice. Wir müssen ihr folgen, schätze ich mal. Hier sind wir. Mein Onkel ist sehr, sehr episch oder amazing. Nice. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das bleibt doch auf Englisch. Ich glaube aber, die Quests sind alle auf Deutsch. Also so, dass ihr versteht, was ihr machen sollt. Aber wahrscheinlich, wenn sie redet, ich weiß nicht, ob man es ändern kann. Vielleicht irgendwann. Oder vielleicht kann man es ändern, nur ich habe es noch nicht eingestellt. Geh in den Wald und sprich mit Fina. Okay, das war quasi die zweite Quest. Folge mir, ich zeige dir die... Besaninsel. Okay, das Wichtigste ist auf Deutsch, was sehr nice ist. Was ist das denn? Was denn? Wow. Die Katschen, die tanzen, die leben. Boah, was für eine Welt. Haha, wie süß. Voll süß, woher kommst du? Lol. Oh. Okay, es war klar. Die Wölfe. Wow. Die sind gefährlich. Okay, wir müssen gegen die kämpfen. Ich habe noch nie gespielt, ich spiele das erste Mal jetzt. Okay. Wir müssen erstmal so, können wir ihn ab... und jetzt... Ah! Okay, ziemlich cool. Bam! Kann ich ihn attackieren? Ah, schießen kann ich. Bam, bam, bam. Yes! Bam! Okay, ich verstehe. Und zwar kann man ihn anvisieren, dann schießt er automatisch auf den... Oh! Oh, das ist ein großer. Also er schießt automatisch auf ihn, was sehr geil ist. Also man visiert ihn an. Oh, das ist extrem geil. Es ist sehr, sehr gemütlich. Bam. Bam. Stirb. Stirb, du Loser. Boah, wir töten ihn. Wir töten ihn. Wir töten ihn. Yes. Bam. Yes. Ha. Du Loser. Wow. What? War ich das gerade? Oh mein Gott, das war episch. Oh, es hat echt Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier übrigens oben 638 Leben. Seht ihr, weiß wahrscheinlich nicht, weil meine Cam da ist. Meine Cam ist immer oben links. Na gut, lass uns mit ihr reden. Hier. Wow, wo hast du das gelernt? Beeindruckend, Fina ist verblüfft von deinen Kampfkünsten. Tja, ich meine, das ist noch die kleinste Übung. Also das war gar nichts. Das war verdammt einfach, Fina, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben die Mission geschafft. Yes, und wir bekommen hier sogar unten Belohnung. Yay, level up. Okay, nice. Unter Finas bewundertem Blick klopfst du dir den Staub vom Kampf aus der Kleidung und erklärst ihr den Ultimaskel. Okay, cool. Der Ultimaskel ist eine wirkungsvolle Technik, bei der mit einer Angriffssalve großer Schaden beim Gegner angerichtet wird. Nice. Du brauchst allerdings SP, um den Skill ausführen zu können. Das Sammeln von SP ist nicht schwierig. Beim Anwenden von Skills im Kampf sammelst du diese Punkte. Okay, cool. Wenn ungenügend SP vorhanden sind, wird angezeigt, dass der Ultimat-Skill benutzt werden kann. Okay. Ich, mit F. Oder? Ja, mit F. Nice. Nachdem du Fina diese Einführung in Kampfskills gegeben hast, sieht sie dich bewundert an. Ich glaube, sie mag mich. Ich glaube, sie mag mich. Das ist toll. Mit ein bisschen Übung kann ich also wirklich Abenteuerin werden, sagte Fina fröhlich. Ja, das kannst du auf jeden Fall. Okay, die nächste Quest ist, geh in den Wald und, schon wieder? Achso, sie verschwindet jetzt wahrscheinlich. Ja, sie verschwindet. Oh mein Gott, das ist gar nicht... Wohin ist sie gegangen? Lauf nicht weg. Okay, ich muss auf sie aufpassen. Geh nicht an der falschen Stelle, okay? Ziemlich cool, wie das aussieht, by the way.
Ziemlich, ziemlich nice. Beschweren kann ich mich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, sagt sie. Okay, ich bin selber gespannt. Wow, wer ist das? Wo bin ich jetzt gelandet? Alter. Hallo. Sie ist böse. Der Typ ist gut, glaube ich. Boah, okay, der ist heftig. Schau dir mal den Hammer an. Übertreib deine Lage. Meine Güte. Alter, ich muss ihn verteidigen. Wir müssen ihm helfen. Kein Problem. Nein! Wow, das ist mein Helfer. Wow. Die ist also böse. Krass, krass, krass auf jeden Fall. Okay, müssen wir jetzt gegen die kämpfen oder nicht? Ich würde sagen, es ist Zeit fürs Kämpfen, oder? Wow. Genau. Okay, danke für deine Kraft. Ich sehe jede Kraft jetzt, lol. Okay, es geht los. Boah, der Riese. Alter, der Typ ist unnormal. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade geschieht. So gar nicht. Wer bin ich das? Alter, da bin ich, okay. Oh mein Gott, es geht los. Wir sehen an. Bam, bam. Bam. Oh Gott, der Typ. Boah, ist der riesig, Leute. Das ist ganz so gar nicht gut gerade. Oh nein, stirb. Ah. Boah, der ist riesig, aber der kommt gar nicht zu uns. Und er verliert eine Menge Leben. Also wir sind sehr, sehr gut dabei gerade. Was sehr, sehr nice ist. Bam. Bam. Stirb. Ah. Nice, sehr geil. Attackier weiter. Er hat nur noch wenig Leben. Nice. Und tot. Wir haben ihn besiegt, Leute. Wir haben ihn besiegt. What? Wen hat er gefangen genommen? Der Typ ist mächtig. Bin ich das? Nein, bin ich nicht, oder? Aber es könnte sein, dass ich das bin. Verdammt. Meine Güte, was geschieht dir gerade vor? Was passiert dir gerade? Der ist bösartig, das sieht man auf jeden Fall in seinem Gesicht. Aber sowas von. Bin ich da drin oder nicht? Wow, er wird gewinnen, oder? Ja, so wie es aussieht. Verdammt. Ja, sie hat mir die Kraft gegeben. Alter Schwede. Aber bin ich das dort, der gefangen ist? Ich glaube nämlich ja, Leute. Sei,
Ich bin halt voll überfordert. Es ist so unnormal, was hier passiert. Da bin ich. Ich bin nicht mehr gefangen. Ich wurde wegteleportiert. Holy moly. Die haben sich aber wegteleportiert. Hi, what the frick? Was ist da passiert? Du wachst auf und hast keine Ahnung, wie lange du geschlafen hast. Ein pochender Schmerz breitet sich in deinen Schläfen aus. Du richtest dich im Bett auf und findest dich in einem dir unbekannten Raum wieder. Nice, während du dich umsiehst, entdeckst du deine Kleidung neben dir. So schnell wie möglich ziehst du dich an und eilst zur Tür. Als du heraustrittst, erblickst du ein lebhaftes Städtchen. Plötzlich bemerkst du, dass dich jemand anstarrt. Wer? Die wahrscheinlich. Du bist blöd. Okay, Leute, aber ich nehme schon ziemlich lange auf. Also ich werde die Folge vorerst mal stehen lassen. Also danke an den Entwickler für Sponsoren des Videos. Wenn ihr es aber spielen wollt, könnt ihr es gerne machen. Das ist sehr cool auf jeden Fall. Vom Kampfsystem und so weiter und so fort. Auch sehr gemütlich, weil ihr müsst quasi den Gegner anklicken und quasi er schießt die ganze Zeit drauf. Was sehr, sehr nice ist auf jeden Fall. Also, für mehr solche Spiele, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Checkt den Link in der Beschreibung aus. Wie gesagt, ist kostenlos. Falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für heutiges Video-Content. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!